Moin Moin und Hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil von The Valley, einem Mudrunner Let's Play. So, wir gehen wieder in das Tal. Weiter. Ja, in der ersten Folge haben wir, ich glaube, drei Beobachtungspunkte. Ja, drei Kreise sind hier hellgrün mittlerweile. Und wir haben in der letzten Folge einen 63-17 aufgedeckt und sind nach wie vor mit unserem 969 unterwegs, der jetzt hier aber mitten in der Butnik steht. Und den müssten wir jetzt mal... Ich glaube, ich werde den mal so ein bisschen Richtung Tankstelle fahren. Allerdings ist das hier direkt vor der Tankstelle natürlich auch ziemlich bewaldet. Also vielleicht mal irgendwie dahin und dann dahin irgendwie erstmal Richtung Tankstelle bringen. Und dann würde ich wahrscheinlich den Truck nachholen. Also den großen, den 7429. Jetzt starten wir erstmal den Motor. Wir müssen hier so schräg nach da hinten. Es ist 0.30 Uhr, auch nicht die beste Zeit, sich im Wald aufzuhalten. So, und ich hoffe, dass der Irrsinn mit den Hölzern hier vielleicht ein bisschen nachlässt, wenn wir ein bisschen weiter nach Norden kommen, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Aber unser Juggernaut hier, der wird das schon richten. So. Zur Not ziehen wir uns komplett mit der Winde hier durch den Wald. Winde lösen und weiter geht's. Ups. Oh, es ist ja schon ein bisschen nervig. Und wer sich an mein Longridge Let's Play erinnert, der weiß auch, dass mich da die Hölzer mehr oder weniger in den Wahnsinn getrieben haben. Ah, hier ist doch mal eine schöne kleine Strecke ohne Hölzer. So. Sind wir schon mal am ersten Wegpunkt, den ich mir gesetzt habe. Und jetzt müssen wir in diese Richtung. Also. Denn man weiter... So weit ist es ja eigentlich gar nicht. Ach, da vorne sehe ich doch schon Zeichen der Zivilisation. Das ist, glaube ich, sogar der Truck. Ja, das ging ja jetzt schneller als erwartet. Das Doofe ist, die Kamera ist ja auf den Truck ausgerichtet. Und in dem Moment, wo man gegen ein solches Holz fährt und der fängt an, sich hin und her zu bewegen, dreht natürlich auch immer die Kamera mit. Ich korrigiere dann. Dann dreht er sich wieder richtig. Und dann korrigiere ich wieder. Und ja, wahrscheinlich habt ihr schon Motion Sickness jetzt. So, da sind wir. Wo war denn hier die Tankstelle? Ah, hier links von mir. Da ist er. Okay, das kann nicht schaden, den Kollegen hier einmal aufzutanken. Sehr schön. So, 17 Liter getankt. Tank ist voll. Was hat der eigentlich noch? Der hat noch ein Ersatzrad dabei, aber 31 Punkte. Gut, Schaden hat er nicht, brauchen wir nicht zu benutzen. Okay, ich würde jetzt einmal auf die Map schauen und den E7429 jetzt mal nachholen. Den werde ich aber ganz zivilisiert, wie sich das gehört, hier entlang fahren. So. Und wir wechseln auf den 7429. Und los geht die Reise. Mal ganz kurz gucken. Ja, alles richtig.
Jetzt auch ein bisschen neblig nachts. So, und wir gehen mal in den Plus 1. Ja, also der schnellste ist er nicht, aber der hat auf jeden Fall Kraft. Das merkt man. Im Plus 1 jetzt nicht so wirklich gut voran. Also mal runterschalten. Jetzt probieren wir es nochmal. Nee. Klappt nicht. Scheint hier ein bisschen bergauf zu gehen. So, und hier müssen wir, glaube ich, schon rum. Nee, nee, mag er nicht. So, da hinten ging es ja zum Sägewerk, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, zur Stammausgabe. Da müssen wir erst später hin. Hier kommen wir auch gut um die Kurve. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich langsamer genug Speed drauf haben, um mal in den Plus 1 zu kommen. Aber es klappt nicht. Vielleicht über die Automatik? Nee, es ist hier einfach zu matschig. Da habe ich nicht genügend Traktion. Auf jeden Fall läuft die Reise bis hierhin erstmal ganz gut. Wir haben noch knapp 580 Liter im Tank. Damit sollten wir auf jeden Fall bis zur Tankstelle auf der nächsten Insel kommen. Komm, 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 komm. Er will doch. Er rollt doch noch, komm. Nein, es geht nicht. So, jetzt sind wir gleich unten an der Furt. Sehr gut, da hinten will ich hin. So, jetzt komme ich in den Plus 1. Geben wir ihm hier gleich mal volles Programm. Jawohl. So, und dann auf den Weg hier gegenüber. Ah, jetzt drehen die Reifen natürlich gerade ganz gut durch. Aber läuft doch gar nicht so schlecht. Ist das richtig hier mit der Pfütze? Ja. Ich kann mal eben hier so ein paar Punkte mir setzen. Ich weiß gar nicht, muss ich überhaupt zur Tankstelle oder fahre ich direkt zur Werkstatt durch? Eigentlich brauchen wir eigentlich immer nur auf dem Weg hier bleiben. Denn mit unseren 511 Litern sollten wir auf jeden Fall bis zur Werkstatt kommen. Das sah auf der Map doch eben gar nicht so aus, dass hier so viel Wasser ist, oder? Hab ich mich da getäuscht? Moment mal.
Ja, doch, anscheinend schon. Ja, sehr schön. Geht doch. Nee. Jetzt nicht mehr. So, es wird langsam ein bisschen heller. Die Nacht neigt sich dem Ende entgegen. Wir kommen unserem Ziel näher. So, hier ginge es zur Tankstelle, aber mit 447 Litern im Tank ist das Quatsch. Allerdings, wenn man jetzt tankt und erst dann zur Werkstatt weiterfährt. Nein, wir schalten jetzt erstmal die Werkstatt frei. Oh, zwischendurch ist es Morgen geworden. Da geht die Sonne auf. So, und ich versuche währenddessen nochmal in den Plus 1 zu kommen. Jawohl. Sehr schön. So, die Blockstelle müsste ja jetzt eigentlich aufgehen. Das tut sie. Okay, hier ist noch so ein kleines Dorf. Da müssen wir, glaube ich, jetzt aber einfach durch. Hier ist auch eines der Sägewerke. Ja, es täuscht ein bisschen. Also man denkt immer, es ist gar nicht so matschig, aber der hat einfach diese riesigen Räder und es fällt einem gar nicht so auf. Deswegen ist er auch nicht so schnell. Er kommt aber überall problemlos durch bis jetzt. Ist das die Werkstatt? Das ist die Werkstatt. Wunderbar. Dann fahren wir doch hier mal rein. Ja, er hat natürlich nicht den optimalen Wendekreis. So müssten wir es jetzt aber eigentlich schaffen. Und mit diesem freistehenden Anhänger ist man auch gut beweglich. Oh, das ist ja ein fieses Loch. Bitte nicht umkippen. Ja, alles in Ordnung. Ja, damit hätten wir ja ein erstes Etappenziel schon mal erreicht. Eine Werkstatt freizuschalten. Da habe ich ja im Long Ridge, ich weiß gar nicht, 12 Folgen für gebraucht. Das ist schon doch ein bisschen angenehmer, wenn man das schneller erledigen kann. So, wir entladen die Werkstattpunkte. Zack, Werkstatt freigeschaltet. So, und dann schauen wir eben noch einmal auf die Map. Also, bevor ich den jetzt irgendwie ausrüste, fahre ich den einmal zur Tankstelle und wir tanken den einmal voll. Kann ich den auch mal ausfahren, ohne dass er so schwer beladen ist oder so einen schweren Anhänger hat? Ein schönes Kürbisfeld. Und da ich ja jetzt sowieso gleich tanken fahre,
Kann ich eigentlich mal ein paar Kürbisse kaputt fahren? Na komm. Ein beliebter Volkssport in Russland und so lecker ist es ja auch nicht. So. Das war doch schon mal schön. Und jetzt ab zur Werkstatt. Zur Tankstelle. Achso, Differential an, dann klappt's auch. So macht er ganz gut Dampf. Okay, ich glaube hier links rein, genau. Dann können wir hier, glaube ich, so einen Turn fahren, ne? Da hinten steht der 6317. Dann müsste auch unser Jeep jetzt gleich an der Tankstelle auftauchen. Ups. Sehr gut. Ich fahre mal den Kollegen einmal aus dem Weg. Und kann eigentlich gleich mit dem bisschen weiter vorfahren und dann tanken wir eben einmal den 7429. So, dann hat er seine 800 Liter wieder voll. So, und jetzt kann ich mir überlegen, was ich als nächstes mache. Also, wir haben auf jeden Fall noch zwei Beobachtungspunkte, die freizuschalten sind, die hier in der Nähe sind. Das ist einmal der hier und einmal der. Ich würde sagen, den kann man sich hier ruhig mal setzen. Also, wir fahren hier vorne hin, wir fahren da hoch, fahren hier hin und dann sehen wir weiter. Also, fahren erstmal auf jeden Fall mit dem 969 ist das, ne? Mit dem 969 weiter. Zack, in den Plus 1. Ja, hier fährt er natürlich wirklich nicht so richtig schnell. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, hier in der Automatik zu fahren. Auch eher nicht. Also der hat seine Stärken auf jeden Fall im Gelände, so viel steht mal fest. Und ja, der Matsch ist auf jeden Fall im Auto angekommen. Aber der Pullover ist noch sauber. Vor allem trägt er immer so riesige Matschbrocken auch an den Rädern noch mit sich rum. Das sieht bei diesen kleinen Rädern da so irrwitzig aus. So, okay. Jetzt müssen wir links. Können wir wieder ein bisschen unsere Geländefähigkeit unter Beweis stellen. Und ich versuche nochmal den Plus 1. Ja, ein bisschen schneller ist es ja schon. Fahren wir mal außen dran vorbei.
So, und jetzt können wir uns eigentlich entscheiden, wo lang. Aha, hier links ist Wasser. Wasser will ich nicht. Nehmen wir den rechten Weg. Die scheinen beide in die gleiche Richtung zu führen. Differential nochmal an hier mit den ganzen Hölzern. Differential aus, Differential an. So, gucken, dass wir hier vielleicht nicht durch den riesigen Hölzerhaufen hier fahren. Sehr schön. Ups, das sieht doch auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich drehe mich nochmal eben um hier. Da hätte man durch so eine dicke Pfütze fahren müssen. Das kann mit dem Kleinen ja auch mal schnell schief gehen. So, geh nochmal in den Plus 1. Ja, ich mache Differential aus. So, noch 130 Meter. So langsam müssten wir eigentlich eher so ein bisschen nach rechts kommen. Ja, noch ist das alles okay. Da vorne sieht das auch so aus, als ginge dann ein Weg nach rechts rein. Nee, das täuscht. So, Differential hier nochmal kurz an vor diesem ganzen Brocken. Oh, sowas ist, glaube ich, gefährlich. So, langsam mit Gefühl rüber. Sehr schön. So, und so langsam. Was ist das da vorne? Ist das wieder... Ach, das ist Wasser. Aber wir müssen eigentlich auch schon eher so... nach hinten rechts. So weit ist es nicht mehr. Ich fahre mal hier einfach querfeldein jetzt. Da fühlt er sich ja sowieso eher zu Hause hier. Und da links habe ich doch eben den Ausguck schon wieder gesehen. Na, lenkt doch bitte. Ja, sind überall gleich viel Hölzer. Jetzt habe ich mich hier irgendwie so ein bisschen festgefahren. So, fahren wir mal hier rum. Und hier links, wenn es geht. Nee, mag er nicht. Ja, nehmen wir nochmal die Winde zur Hilfe. Sehr schön. So, weit ist es nicht mehr. Und komme ich hier mit Differential durch? Ja, komm. Oh, es ist aber auch ein bisschen krampfig, muss ich sagen. So richtig viel Spaß macht das nicht, so faszinierend die Fähigkeiten dieses Gefährtes sind. Aber wir haben es geschafft. So, kein weiteres Fahrzeug. Und das hier war kein Fluss, sondern das ist hier irgendwie nur so ein dicker Graben. Das kann aber mal schnell in die Hose gehen mit dem kleinen Jeep. Und jetzt können wir... Achso. Das mal wieder erstmal nach Norden ausrichten. Glaube, ich würde ganz gerne nochmal nach hier vorne und dann lieber erstmal ein Stückchen nochmal den Weg hoch. Und dann können wir eventuell erst nochmal zu dem Beobachtungspunkt hier oben oder wir biegen dann da Richtung Beobachtungspunkt im Norden ab. Fahren wir erstmal zum Weg vorne.
und dann weiter den Weg zur zweiten Werkstatt auskundschaften, denn das ist dann mein nächstes Ziel, mit dem 7429 die zweite Werkstatt noch freizuschalten. So, ich bin ja hier völlig verkehrt unterwegs. Na, komm schon. Also ohne Differential ist es immer doof, weil da kommt der sehr viel besser rüber. Aber wenn man dann 10 Sekunden Differential drin lässt, dann kommt immer gleich wieder die Meldung: harter Untergrund, mag ich nicht. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, das haben die hier ein bisschen übertrieben, die Jungs mit den Hölzern. Muss mal der Förster beigehen. So, jetzt sind wir wenigstens erstmal gleich am Weg. Komm, bitte, bitte lass mich jetzt hier irgendwie noch durch. Jawohl. So, das hätten wir. Dann weiter im Programm. So, nochmal kurz Differential wieder ein hier bei den Hölzern. Sehr gut. Komm, komm, komm. Er lässt sich nicht aufhalten. Er zieht stur seinen Stiefel durch. Ups. Plus 1 ist natürlich auch immer ein bisschen optimistisch. So, noch 50 Meter zum nächsten Wegpunkt. Differential mal reinnehmen hier. Ist ja doch ganz schön schlammig zwischendrin. Ah, komm, 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 komm. Gib alles. Die Karre ist einfach verrückt. Okay. Gut, wir sind da angekommen, wo ich uns hinhaben wollte, nämlich an diese Kreuzung hier. Und jetzt können wir nochmal einen kurzen Blick auf die Map werfen. Ja, die Frage ist jetzt, was macht man zuerst? Sind ja schon ziemlich nah am Beobachtungspunkt hier links dran. Aber dann müssten wir auch wieder zurück. Also, wahrscheinlich werde ich den hier oben im Norden als erstes anfahren, aber wir haben jetzt auch eine gute Länge für diese Folge hier erreicht und unser A969 hat uns wieder gute Dienste geleistet in dieser Folge, hat uns ein bisschen weiter vorangebracht und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss.